Willkommen zurück zu der wunderschön schaurigen Welt von Nerim, meine Freunde. Ich habe das Problem mit dem Lag in den Wald behoben. Wie ihr sehen könnt, ich bewege mich, alles absolut flüssig und wenn ich zaubere, auch alles kein Problem mehr. Ich habe noch ganz stabile, fast 60 Bilder pro Sekunde. Und das könnt ihr alles machen, indem ihr in den Optionen einfach das Entfernungsdetail ausschaltet. Jetzt habe ich da hinten so einen Nebel und kann nicht mehr bis zum Ende des Waldes sehen. Aber das ist kein Problem, weil dieser Nebel passt auch super geil zum Wald. Falls ihr nicht genau wisst, wo ihr das in den Optionen finden könnt, geht das einfach mit TLL. Jetzt habe ich das zum Beispiel wieder an und jetzt, ja, ihr seht so oder so nichts. Und wenn ich jetzt wieder caste, dann merkt ihr schon, oh, da wackelt wieder mein Bild ordentlich. Aber wenn ich hier einfach das Entfernungsdetail, heißt das in den Optionen, für all die von euch, die auch schon im Wald waren oder vielleicht nochmal in den Wald möchten ohne Lags, einfach das Entfernungsdetail ausmachen und dann habt ihr wieder ein flüssiges Spielerlebnis. Ich habe mich da so ein bisschen erkundigt und jetzt weiß ich Bescheid. So, mein Pferd übrigens funktioniert auch, das habe ich getestet. Nicht gerade mit diesem Speicherstand, also habe ich in einer anderen Nerim-Testphase getestet. Ich wollte schon fast sagen, in einer anderen Nerim-Aufnahme, aber ich habe ja keine andere Aufnahme gemacht. Und eine kleine andere Sache noch. Voila! Seht die Fackel. Die Fackeln leuchten jetzt so weit wie meine alten Fackeln, also die ich gemoddet hatte, die eine etwas weitere Reichweite hatten und sie sehen anders aus. So sieht es nämlich nicht mehr ganz so unrealistisch aus, wenn die Fackel ganz normale orangene Flammen hat, wie die Standardfackel auch, und dafür dann grün oder blau leuchtet. Stattdessen habe ich jetzt für alle Fackeln dieses Fackelmodell hier. Eine etwas besonderere Fackel, finde ich auch besser so, ist dann nicht mehr ganz so unlogisch bzw. immersiver als die alte Version. Und als kleines Extra, was der liebe Phoenix94 für uns gemacht hat, danke Phoenix. Hier, ne, nochmal zum Vergleich, Waldfackel, auch schön grünliches Leuchten, schön stimmig, mit dieser Fackel, mit diesem Mesh hier, mit dem neuen. Und was er für uns gemacht hat, die Käsefackel. Ist jetzt ein gelbliches Licht mit einem Käsewürfel drauf. Ist nicht unbedingt lore-friendly, also passt nicht zu dieser Fantasy-Welt. Aber ich fand es einfach verdammt lustig und witzig als kleines Extra. Das heißt, alle schön schreiben, danke Phoenix. Ich find's super. Jetzt werden wir natürlich nicht mit dieser Fackel rumlaufen, sondern passend zum Valk. Valk, der Valk. Das Valk-Monster, oh mein Gott. Nein, aber passend zum Wald. Ein etwas bleicheres Licht. Und schon hätten wir all die Fehler, die ich das letzte Mal hatte, oder beziehungsweise Performance-Probleme und andere Mankos, die mir vorher aufgefallen sind, oh, komplett behoben. Denn die einzigen Sachen, die ich wirklich hatte, wow, mache ich wenig Schaden. Please don't shoot me! Habe ich überhaupt mein neues Ding drin? Nein, der Sack hat gewartet, bis ich fertig war! Nein! Warte hier, ich mach dich mit der Axt weg! Und im Flug gelootet. Hat aber gar nicht mal so viel mehr Erfahrungspunkte gebracht, wie ich es im Normalfall gewohnt bin. Stufe 22? Nein. Komisch! Hatte ich hier zufällig irgendeinen falschen Feuerzauber ausgerüstet? Könnte auch noch sein. Nein, Rang 4. Haben Skelette neuerdings Feuerresistenz oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall den Buff nicht mehr, denn den sollte ich eventuell auch mitnehmen. So, was wollte ich sagen? Achso, ich wollte kurz aufzählen, was denn das letzte Mal, als ich gezockt habe, mir aufgefallen ist, was ich gerne verbessert hätte. Und das war einerseits einmal die Leuchtweite der Fackeln, das wurde ja korrigiert. Und das Mesh der Fackel, also wie die Fackel aussieht, das war zwar auch ein Kritikpunkt, aber ich wollte es nicht so wirklich als Kritikpunkt aufführen, weil ich will ja nicht zu viel verlangen. Ich war schon froh, dass ich allgemein ein neues Licht hatte, ein neues Lichtspektrum zur Auswahl. Aber ich muss sagen, ich bin umso glücklicher und froher und happier und andere Anglizismen einwerf Sternchen,
dass Phönix sich auch um das Mesh der Fackeln gekümmert hat. Sehr schön und sehr passend, wie ich finde. Haben einen sehr schönen Fantasy-Look. Ich weiß natürlich nicht, ob das Mesh der Fackel jetzt selbst gemacht wurde von dir, Phönix, oder ob du das vielleicht irgendwo anders hergeholt hast. Aber nichtsdestotrotz, sehr schön, dass du das für mich zusammengestellt hast. Treoma Signalposten. Oh, damn. Der Typ muss mindestens 50 oder 75 Bogenskill haben. Das konnte mein Bogenschütze in Oblivion auch. Oh, du Sackmann. Das ist aber nicht nett hier. Da muss ich ja schon richtig anfangen, hier jetzt ernsthaft auszuweichen. Den ganzen Schüssen der Skelette. Damals habe ich das einfach nur just for fun gemacht, damit die mir keinen Schaden machen, obwohl der Schaden eigentlich schon vernachlässigbar wäre. Aber dieses Mal ist es ja echt nervig. Was ist das denn? Hätte ich nicht gewusst, dass dieser Mod hier, das schöne Nerim, ist ja nicht nur ein Mod, vor Far Cry 3 rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, es wäre eine Anlehnung an Far Cry 3. So hier ein kleines Segelflug-Dingens. Ein Drachenflug. Dammit! Ich weiß wieder nicht, wie es heißt, aber ihr werdet mich bestimmt korrigieren. Aus Far Cry 3, wie diese Dinger da hießen. Treoma Signalposten. So. Sonst aber nichts. Also ich dachte, wir hätten hier eine Ruine. Stattdessen ist das jetzt nur so ein kleiner Signalposten. Vielleicht übersehe ich auch gerade volle Kanne den Eingang. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Höhleneingang. Sieht aber nicht so aus. Heißt ja nur Signalposten. Also viel mehr als so ein bisschen hier Fackel und Rauch hätte ich nicht erwartet. Dann, worauf ich auch letztens hingewiesen wurde. Und zwar... Nein, nicht die Erbtafel am Signalstrom, aber wir hatten ja noch eine andere Erbtafel. Erbtafeln in Treoma. Oder ist es Erbtafel? Nein, Erbtafeln. Plural. Also auch mitten in Treoma. Das heißt, wir haben gleich zwei Quests direkt nebeneinander. Dürfen wir nicht vergessen. Und ein paar Beschwörungen. Oh Gott. Schaut euch das mal an. Das könnten wir auch noch machen. Bevor wir nach Treoma gehen. Schaut mal her. Direkt hier, direkt nebeneinander. Diese Marker hier wiederum... Die sind genau auf mich bezogen, die hier sind, also nicht in diesem Signalposten. Aber hier im dunklen Wald und dort nochmal alles hier wunderschöne Beschwörungsbücher, die ich einsammeln kann. Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, diese hole ich mir noch, bevor wir weiterreisen. Dann hätten wir nämlich auch nochmal einen Grund, ein bisschen hier weiter erkunden zu gehen. Nicht, dass ich eine Ausrede bräuchte, mehr erkunden zu gehen. Ihr steht ja drauf, wa? Vielleicht nehmen wir hier nur eine kleine Abkürzung. Ich habe immer so ein bisschen die Sorge, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwelche Abkürzungen quer durch das Gelände nehme, dass ich früher oder später durch den Boden fallen könnte. Das wäre nicht so gut. So, wie ihr seht, auch mit wunderschönem Fackellicht, alles super flüssig gerade. Und ich gehe einfach mal quer durchs Gestrüpp. Sobald sich die Möglichkeit bietet. Jemand von euch hat auch gesagt, ich glaube, das war Strelok. Oh, gut, dass es Zaubern dich so zum Laggen bringt. Dann kannst du ja jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr deine Axt benutzen. Kann ich auch so gerne machen. Aber das Blöde war, dass wenn Monster gezaubert waren, hat es auch gelaggt. Das heißt, das hat mich nicht wirklich zum Nahkampf angespornt. Wenn es so oder so laggt. Oh. Ich sehe etwas. Es leuchtet zwar ziemlich stark, aber... Ich habe euch gesehen, ihr Drecksviecher. Ich weiß nicht, ob noch mehr da sind. Das Leuchten ist zu stark. Voll weggefetzt. Oh, und worauf ich auch mal achten muss, was mir gesagt wurde,
Stone, keine Sorge, du musst nicht darauf achten, ob du irgend... Oh Gott, sah das creepy aus mit dem Ast hier. Ob du irgendwelche Krankheit... Oh Gott, ich dachte, das wäre wirklich eine riesige Kreatur gewesen. Aber es ist nur eine verdammt große Statue, die mit ihrem Finger auf ein Grab zeigt. Oder auf einen Erdhaufen. Oh, holy Jesus, das ist ganz schön viel. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Stone, setze endlich fort! Aber kaum kommt hier irgendein Baum dazwischen, was mir ständig hier vor der Nase so rumwippt und mir Panik macht, habe ich schon wieder irgendwie vollkommen vergessen, was ich sagen wollte. Aber wenn ich nicht mehr weiß, was es ist, kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Oh man, vielleicht werde ich auch einfach kurz einblenden. Ja, ist richtig hier. Kurz einblenden, was ich euch sagen wollte. Mein lieber Editierer, den ich hier eingestellt habe, wird sicherlich liebend gerne für euch fortsetzen, was ich zu sagen hatte. Unsichtbare, echt? Uah. Ach so, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich sag's euch gleich. Hey. Oh, holy Jesus, mein Leben. Habt ihr das gesehen? Oh, Mann. So, was ich eigentlich sagen wollte, letzte Aufnahme, habe ich ja am Rande nochmal bemerkt, dass ich jederzeit ja einfach meine Krankheiten wegheilen kann, weil ich ja so ein super Tränkebrauer und Hersteller bin und jederzeit im Inventar so ein paar Tränke-Heilungstränke habe. Tränke-Heilungstränke, of course. Aber dass ich auf jeden Fall so etwas haben würde, und dann wurde ich netterweise darauf hingewiesen, wie gesagt, dass ich einen Krankheitsheilungszauberspruch habe. Und ich wollte das einfach nochmal hier kurz nachschauen. Stellt Attribute wieder her. Ist zwar nicht direkt ein Krankheitsheilungstrank, vielleicht übersehe ich den auch nur gerade. Beziehungsweise vielleicht habe ich ihn. Ja, heilt Krankheiten, ganz genau. Entzieht Lebensenergie, mittlerweile haben wir mehr als genug. Und heilt Krankheiten, ausgezeichnet. Den hatten wir auch, das habe ich komplett wieder vergessen. Einfach weil wir so gut wie nie irgendwelche Krankheiten uns einfangen. Weil ich glücklicherweise die meisten Viecher schon töte, bevor sie bei mir ankommen. Verrostete Eisengroßaxt, Eine Notiz schlachtet sie ab, bringt den Göttern unser Opfer, auf dass sie uns von unseren Qualen erlösen. Opfer, Qualen, Eterna-Pfeile, Jetzt wird's wertvoll. Mehr Eterna-Pfeile? Nein, Zwergenpfeile, trotzdem viel wert. So, guten Tag. Ich mache mal kurz die Fackel aus, einfach um zu schauen, wieso die Stimmung hier ansonsten aufgebaut ist. Und ich muss sagen, yo! Ohne Fackel ist es deutlich stimmiger. Einfach weil es so verdammt finster ist und der ganze Ort hier viel bedrohlicher rüberkommt. Und mit einer Fackel habe ich natürlich hier alles komplett erleuchtet. Ist natürlich für gewisse Smartphone-Nutzer um einiges praktischer, weil ihr dann alles schön sehen könnt. Ihr müsst nicht mehr ständig mir in den Kommentaren schreiben: Stone, wir sehen gar nichts, es ist so dunkel. Ich kann beide Seiten ehrlich gesagt sehr gut verstehen, aber willenloser Körper heißen die jetzt hier, nicht mehr Mumien. Geh weg! Stirb! Ist also wirklich eine ganze Ecke stimmiger, wenn die Viecher hier so dunkel sind. Und auch die sonstige Gegend so dunkel ist. Was wir auch probieren könnten, wäre natürlich eine Blutfackel stattdessen zu nehmen. Und dann werden wir es jetzt hier ein bisschen blutig dunkel haben. Oh, und was mir übrigens auch gesagt wurde mittlerweile: Yo, in dieser einen Höhle beim Kloster, ich habe dort tatsächlich ein Eterna-Zeichen, nicht ganz, ein Nerim-Zeichen verpasst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, verpasst ist verpasst und ich müsste da nochmal hinlaufen.
Ich war auch seit Mittwochabend nicht mehr zu Hause. Also ich bin gerade frisch nach Hause gekommen hier am Sonntag und habe sofort mit der Aufnahme angefangen. Das heißt, ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendetwas Organisatorisches zu machen. Und ich müsste mir das verpasste Nerim-Zeichen auf jeden Fall nochmal aufschreiben. Oh, mit dem roten Licht finde ich sogar fast schon stimmiger. Der ganze Ort hat zwar dadurch nicht mehr... Magie verseucht! Nein, geh weg, Mann! Der ganze Ort hat dadurch zwar nicht mehr so die Grundstimmung, die er seitens der Nerim-Macher haben sollte, weil laut ihnen sollte es ja einfach nur finster hier sein, ohne jegliche Lichtkulisse. Also, ne, einfach hier so dunkel. Aber im Vergleich zum weißen Licht, muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich das hier besser. Ist einfach stimmungsvoller. Und im Vergleich zu diesem hier finde ich das rote Licht nochmal eine Ecke besser. Natürlich werden wir jetzt nicht in jeder Ruine immer mit rotem Licht rumlaufen. In jeder okkulten oder schwierigen Ruine. Aber ab und zu so ein bisschen, ne? Finde ich ganz schön geil. Wow, irgendwie sieht das nochmal eine ganze Ecke geiler aus, wenn ich das gelbe Licht mit dem roten ein bisschen mische, dann hat es einen eher orangelichen Hauch. Bereits hier eine Teleportrune, ich vertraue der Situation natürlich nicht. Was mir jetzt eigentlich noch fehlen würde, oh, finde ich es geil, die Pilze einfach abernten zu können. Ohne dass es die Stimmung zerstört wie sonst immer. Aber was ich geil fände, wäre so der Fackelmod, den ich derzeit habe, eventuell nochmal etwas modifiziert, sodass ich, vor allem vielleicht für die weiße Fackel, dass ich nicht nur diese weiße Fackel habe, die kalte Fackel. Oh, ein Geist. Sondern auch eine... Nein, lass deine Lehmzauber bei dir, ich hasse die Dinger. Sondern auch eine schwache kalte Fackel. So, sofern die einen Lehmzauber haben, will ich nicht unbedingt mit meinem Nahkampf da reingehen. Oh oh. Nein. Geh bloß weg. Nein! Spinnen sind mir schon unsympathisch genug und du erst recht. Was für ein Level haben die? Einfach mal zur Bestätigung. Ach. Ich vergaß, Geister waren ja so schlecht zu treffen mit dem Stufenzauber. Ich glaube, das muss ich machen, wenn sie noch leben. So. Wow, also hier, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, das rote Licht verändert das Feeling vom Dungeon schon deutlich, also richtig deutlich, aber ohne die Fackel sieht das hier nach eigentlich einem ziemlich herkömmlichen Dungeon aus. Das typisch türkisen, dunkle Oblivion-Licht und mit dem roten Licht sieht das eine ganze Ecke anders aus. Also ich muss sagen, das... Wow. Ich muss natürlich nur aufpassen, dass ich das jetzt nicht übertrieben nutzen werde, weil wenn ich das jetzt in jeder Höhle verwende und sage, boah, Leute, guckt euch das an, ist das geil, dann verliert es so seinen besonderen Charme, das Licht hier. Also gehe ich natürlich weiterhin sparsam damit um. Aber mit diesem Licht wird es deutlich creepier hier. Auch kombiniert hier mit dem türkisen Licht sieht das rote richtig nice aus. No! Immer schön auf Distanz halten, die willenlosen Körper. Wenn ich sowas sage, komme ich mir vor wie schon wieder ein Kampfmagierhelm. Wie in irgendwelchen, nicht ganz so angesehenen Häusern. Oh oh. Muss von da kommen, oder? Ich habe nichts übersehen. No, 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 no. Ach, Moment, wir könnten mal den Stufenzauber ausprobieren. Nein, wo ist er? Nein, hier. Stufe 37 hat das Vieh. Ah. No! Go away! Und mein Test hat bewiesen, dass Frostzauber deutlich schwächer sind gegen Geister. Mögen wohl auch kein Feuer.
Hitze ist perfekt gegen die Kälte des Todes. Merke. Noch so einer von denen. Richtig schön gejuggelt, durch die Luft geworfen. Finde ich auch richtig stimmig hier, diese ganzen Runensteine oder was auch immer das darstellen soll. Oh. Und hier haben wir sogar ohne die rote Fackel eine richtig nette Lichtkulisse. Und je länger ich das... Je länger ich das Rot hier benutze, umso mehr erinnert mich das an Oblivion. An die Oblivion-Tore. Gut zum Verkaufen, ein Schattenschild, leichte Rüstung brauche ich nicht, nehme ich trotzdem mit. Einfach weil wir es können, sonst ist hier nichts. Das Licht kam wohl von den Pilzen. Oh. Standard-Genesungstränke, die Dinger kann ich eigentlich ganz gut noch gebrauchen. Leichte und ranzige eher weniger mittlerweile, aber die Teile sind noch sehr gut brauchbar. Und ansonsten haben wir hier einfach nochmal ein paar wunderschöne Pilze. Ich muss gerade mich irgendwie hier um einen Anruf kümmern, einen Moment.